Bereiche von Materie im Universum scheinen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit und in einer einheitlichen Richtung zu bewegen, die durch keine der bekannten Gravitationskräfte im beobachtbaren Universum erklärt werden kann. Ein Punkt am Rand des beobachtbaren Universums, welches die Masse mit extremer Kraft zu sich zieht, muss sich außerhalb des beobachtbaren Universums befinden. Der dunkle Fluss oder Dark Flow. Aber bevor wir da weitermachen, habe ich gemerkt, dass einige der Leute, die meine Videos schauen, keine Abonnenten sind. Ich würde mich riesig über Zuwachs freuen. Das gibt mir die Möglichkeit, mehr solcher Videos für euch zu produzieren und motiviert mich ungemein. Wir sind bis jetzt ein sehr kleiner Channel, aber mit eurer Hilfe können wir unglaublich wachsen. Aber nun weiter im Text. Eine der größten astronomischen Entdeckungen ist die Expansion des Universums. Etwa vor 70 Jahren hat Edwin Hubble die Entfernung und die Rotverschiebung von einigen nahen Galaxien gemessen und gefunden, dass die Fluchtgeschwindigkeit einer Galaxie proportional zu ihrer Entfernung ist. Je größer die Entfernung, desto größer die Fluchtgeschwindigkeit. Dies ist das sogenannte Hubble-Gesetz. Diese Beziehung ist leicht zu erklären, wenn man die Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie für ein gleichförmiges, mit Materie angefülltes Universum löst. Natürlich ist der Weltraum nicht statisch, alles bewegt sich, Galaxien bewegen sich und die Galaxien innerhalb riesiger Cluster bewegen sich. Dazu kommt die Expansion des Universums, welches Galaxien auseinanderreißt, während sich der Raum zwischen ihnen vergrößert. Alles bewegt sich in einem stetigen Fluss, doch ohne Vorliebe für eine Richtung. Der Fluss des Universums, den wir den Hubble-Fluss oder Hubble-Flow nennen, ist gleich in alle Richtungen. Die Bewegung von Galaxien nennen wir die Peculiar-Bewegung und auch sie sollte keine Vorliebe für eine bestimmte Richtung entwickeln. Dem ist aber nicht so. Wissenschaftler haben herausgefunden, aber dann sind sie wieder reingegangen. Okay, sorry. Sie haben herausgefunden, dass die Verteilung der Galaxien nicht homogen ist. Es gibt Cluster von Galaxien und sogenannte Voids. Regionen mit hoher Massendichte ziehen die Galaxien in alle Richtungen. Leere Regionen drücken die Galaxien weg. Dies ist allerdings nichts Besonderes. Das ist die Peculiar-Bewegung. Was die Peculiar-Bewegung allerdings bricht, ist ein Punkt in der kosmischen Hintergrundstrahlung, der die Galaxie anzieht, der Dark Flow. Wissenschaftler entdeckten den Fluss, indem sie einige der größten Strukturen im Kosmos untersuchten. Riesenhaufen von Galaxien. Diese Cluster sind Konglomerate von etwa 1000 Galaxien sowie sehr heißes Gas, das Röntgenstrahlung emittiert. Durch Beobachtung der Wechselwirkung der Röntgenstrahlen mit der kosmischen Hintergrundstrahlung oder Cosmic Microwave Background, kurz CMB, können Wissenschaftler die Bewegung von Clustern untersuchen. Es wird eine eigene Folge für die kosmische Hintergrundstrahlung, kurz CMB, geben. Um es kurz zusammenzufassen, der CMB ist die übrig gebliebene Hitzestrahlung des ultradichten und jungen Universums direkt nach dem Big Bang. Okay, zurück zum Thema. Wie genau können wir die Bewegung von Clustern untersuchen? Hierzu kommt der Sunyaev-Zeldovich-Effekt. Davon gibt es zwei grundlegende Arten zu beachten. KSC, also Kinematic Sunyaev-Zeldovich-Effekt, oder die thermische, TSC, also Thermal Sunyaev-Zeldovich-Effekt. Der letztere hilft uns bei den massiven Clustern von Galaxien in einem Mantel von heißem Plasma aus Wasserstoff und Helium, zum Beispiel Abel 1686. Sobald die Photonen des CMBs durch die Galaxie reisen, gewinnen sie ein wenig an Energie von dem Cluster und als Ergebnis, wenn wir uns das CMB anschauen, sehen wir, dass die Energie in dem Bereich ein wenig ansteigt. Das wiederum erlaubt Astronomen, weit entfernte Cluster von Galaxien zu entdecken, indem wir die kosmische Hintergrundstrahlung studieren. Das KSC, also Kinematic Sunyaev-Zeldovich-Effekt, ist um einiges härter zu entdecken als das TSC. Wenn ein Cluster von Galaxien zusätzliche Bewegung zu dem Hubble-Flow hat und ein Photon des CMBs da durchreißt, entsteht ein zusätzlicher Doppler-Shift-Effekt zu den Photonen des CMBs. Dieser Effekt ist sehr klein und das macht es so schwierig, es zu entdecken. Ein Cluster reicht da nicht aus, um eindeutige Ergebnisse für den Dark Flow zu bekommen. Wir müssten hunderte und tausende Cluster messen, überall im beobachtbaren Universum verteilt. Und genau das taten Alexander Kashlinsky und einige seiner Mitstreiter. Sie haben die Beobachtung des VMAP-Satelliten von der kosmischen Hintergrundstrahlung benutzt, um eine Karte von ungefähr 700 Clustern und deren Bewegung zu erstellen. Die Ergebnisse waren unglaublich. Wenn wir den Hubble-Flow-Faktor ausblenden, scheint es so, als würden
all die Cluster sich in eine Richtung bewegen, als würde sie etwas unglaublich Großes anziehen, als würde Materie in einer Richtung eines Punkts hinter der Grenze des beobachtbaren Universums fließen. Diese Aussage ist recht umstritten. Eines der grundlegenden Wegweiser für das Universum ist, dass es homogen und isotrop ist. Homogen bedeutet, dass das Universum gleich bleibt. Wenn wir uns ein wenig davon entfernen, die Verteilung der Materie scheint auch homogen zu sein, wenn wir uns das Universum in einer Größenordnung anschauen, die größer ist als ungefähr 1 Milliarde Lichtjahre, haben wir auch ungefähr die gleiche Verteilung an Materie überall, wo man hinschaut. Und isotrop bedeutet, dass unser Universum keine Vorliebe für eine Richtung zeigen sollte. Doch wenn wir den Darkflow Glauben schenken, tut es das. Die Richtung des Darkflows zieht es zu den Konstellationen Centaurus und Hydra. Oder genauer gesagt zu etwas hinter dem kosmischen Horizont, dennoch in der gleichen Richtung der Konstellationen. Ein interessanter Zufall. Wir wissen nämlich bereits, dass sich genau in dieser Richtung etwas unglaublich Massives befindet. Der große Attraktor. Seit 1973 haben wir bemerkt, dass einige Galaxien in diesem Bereich des Universums von etwas Massivem in eine Richtung gezogen werden. Wir denken, das ist die Mitte des Laniakaya Superclusters zu sein scheint. Eine riesige Ansammlung an Cluster, die sich hunderte von Millionen an Lichtjahren entlang des Universums zieht und aus hunderten von Galaxieclustern besteht. Doch auch der große Attraktor erklärt nicht den Darkflow, denn dieser Flow scheint alle Galaxien im beobachtbaren Universum anzuziehen, zumindest viele im Umkreis von 2 Milliarden Lichtjahren, weit über den Gravitationseinfluss des Laniakea Superclusters hinaus. Also was könnte wirklich für den Darkflow verantwortlich sein? Wenn der Darkflow echt ist, ist die führende Erklärung ein uraltes Relikt einer gravitationalen Anziehungskraft hinter dem Rand des uns bekannten Universums. Etwas, was wir nicht sehen können und es vielleicht niemals sehen werden. Es bewegt sich von uns weg schneller als das Licht und es ist weit über die Grenze des kosmischen Ereignishorizonts. Aber demnach wissen wir ja, dass es nicht immer so war. An einem Zeitpunkt im frühen Stadium des Universums war das beobachtbare Universum zusammengepresst zu einer subatomaren Größe. All die Bereiche, die wir jetzt nicht sehen können, waren viel näher dran, als sie jetzt sind. Dinge, die jetzt hinter dem kosmischen Horizont liegen, waren nah genug dran, um uns gravitational zu beeinflussen. Die kosmische Inflation verursachte die massive Expansion des Universums und trennte unsere einst Nachbarn weit über die Grenze des Beobachtbaren hinaus. Doch vielleicht sind die Relikte der Gravitation und deren Einfluss auf uns immer noch spürbar. In diesen Regionen außerhalb des uns bekannten Universums kann die Raumzeit sehr unterschiedlich sein und enthält wahrscheinlich keine Sterne und Galaxien. Es könnte riesige, massive Strukturen enthalten, die viel größer sind als in unserem eigenen beobachtbaren Universum. Diese Strukturen sind möglicherweise für den dunklen Fluss verantwortlich. Die Strukturen, die für diese Bewegung verantwortlich sind, wurden durch die Inflation so weit entfernt, dass man davon ausgehen würde, dass sie hunderte von Milliarden Lichtjahren entfernt sind. Um einen so kohärenten Fluss zu erzeugen, müssten es höchstwahrscheinlich einige sehr seltsame Strukturen sein. Vielleicht eine verzerrte Raumzeit. Ob der Darkflow wirklich echt ist, ist nun umstritten. Die neuen Bilder des CMBs legen keinen Beweis für den dunklen Fluss dar, doch verschiedene Forscher wie Alexander Kaschlinski und andere Wissenschaftler haben ganz andere Ergebnisse. Um einen besseren Überblick darüber zu haben, brauchen wir ein besseres Verständnis für warum verschiedene Teams der Forscher verschiedene Ergebnisse haben. Dafür brauchen wir eine bessere Karte des CMBs, um eine noch genaue und detaillierte Karte für die hundert und tausende Galaxiecluster zu bekommen. Doch wenn der Darkflow bestätigt werden kann, könnte die Entdeckung Wissenschaftlern helfen, herauszufinden, was vor der Inflation mit dem Universum passiert ist und was in diesen unzugänglichen Bereichen vor sich geht, den wir nicht sehen können. Wir wissen nicht, warum das Universum von Materie über Antimaterie dominiert wird. Aber es könnte ganze Sterne und vielleicht sogar Galaxien im Universum geben, die aus Antimaterie bestehen. Von möglichen existierenden und sogenannten Antisternen, vergossene Antimaterie, könnte hier auf der Erde sogar nachweisbar sein. Die Antisterne würden ihre Antimaterie-Komponenten kontinuierlich in den Kosmos abgeben und könnten sogar als kleiner Prozentsatz der hochenergetischen Teilchen, die auf die Erde treffen, nachweisbar sein. Ich greife jetzt natürlich ein wenig vor. Zuerst müssen wir ganz kurz mal
anschneiden, was Antimaterie eigentlich ist. Denn ja, Antimaterie klingt unglaublich cool, wie aus einem Science-Fiction-Film, aber Antimaterie ist wie normale Materie, außer sie ist es halt nicht. Ja okay, Antimaterie ist dennoch sehr, sehr awesome. Jedes einzelne Teilchen hat einen Antiteilchen-Zwilling, mit genau der gleichen Masse, genau dem gleichen Spin und genau dem gleichen alles. Das einzige, was anders ist, ist die Ladung. Zum Beispiel ist das Antiteilchen des Elektrons das Positron. Es ist genau wie das Elektron, außer dass es eine positive elektrische Ladung hat. Unsere Theorien der Grundlagenphysik weisen auf eine besondere Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie hin. Sie spiegeln sich nahezu perfekt wider. Für jedes Materieteilchen im Universum sollte es ein Antimaterieteilchen geben. Aber wenn wir uns umschauen, in der kleinen Welt der Teilchen, sehen wir nicht viel Antimaterie. Die Erde besteht aus normaler Materie, das Sonnensystem besteht aus normaler Materie, der Staub zwischen den Galaxien besteht aus normaler, langweiliger Materie. Es sieht so aus, als ob das gesamte Universum vollständig aus normaler Materie besteht. Es gibt nur zwei Orte, an denen Antimaterie existiert. Einer davon befindet sich in unserem extrem leistungsstarken Partikelkollidern, wenn wir sie anschmeißen und subatomare Materie in die Luft jagen, treten sowohl normale als auch Antimateriestrahlen heraus. Der andere Ort sind die kosmischen Strahlen im Universum. Kosmische Strahlen sind keine wirklichen Strahlen, sondern Ströme energischer Teilchen, die aus dem gesamten Kosmos in unsere Atmosphäre eindringen. Diese Teilchen stammen aus extrem starken Prozessen im Universum, wie Supernovae oder kollidierende Sterne. Und daher gilt dieselbe Physik. Aber warum ist Antimaterie so selten? Wenn Materie und Antimaterie so perfekt ausbalanciert sind, was ist dann mit all der Antimaterie passiert? Die Antwort versteckt sich irgendwo in einem sehr, sehr jungen Universum. Wir sind uns nicht ganz sicher, was es genau war, aber im jungen Kosmos ist irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten. Vermutlich in den guten alten Zeiten. Und mit guten alten Zeiten spreche ich hier von einem Zeitrahmen, in dem das Universum weniger als eine Sekunde alt war. Da wurden Materie und Antimaterie in den gleichen Mengen produziert. Aber dann passierte etwas. Etwas verursachte mehr Materie als Antimaterie. Es würde auch nicht viel dauern. Nur ein Ungleichgewicht von einem Teil pro Milliarde. Aber es hat nicht viel gebraucht. Das Ungleichgewicht erschuf die normale Materie, die im Wesentlichen das gesamte Universum dominiert. Und schließlich Sterne und Galaxien. Und sogar dich, der gerade das Video schaut und vielleicht neu hier ist und abonnieren sollte und mich gebildet hat. Aber was auch immer dieser Prozess war. Und ich sollte erwähnen, dass die detaillierte Physik des Antimaterie-Abtötungsmechanismus im frühen Universum derzeit jenseits der bekannten Physik liegt. Es ist durchaus möglich, dass das frühe Universum große Antimaterieklumpen hier und da liegen gelassen hat, die jetzt hier und da im gesamten Universum rumschweben. Diese Klumpen würden, wenn sie lange genug überleben würden, relativ isoliert aufwachsen. Sicher, wenn Materie und Antimaterie kollidieren, vernichten sie sich blitzschnell gegenseitig. Ein Prozess, den man die Annihilation nennt. Und übrigens, was dieser Prozess mit den Quantencomputern zu tun hat, könnt ihr bei Norio rausfinden. Verlinkt in der Videobeschreibung. Diese Annihilation hätte im frühen Universum einige Kopfschmerzen verursacht. Aber wenn die Antimaterieklumpen diesen Prozess irgendwie überstanden oder dem entkommen wären, hätten sie sich ein kleines, aber feines Zuhause gebildet. Im Laufe von Milliarden von Jahren hätten sich diese Antimaterieklumpen zusammengesetzt und größer werden können. Wir dürfen nicht vergessen, dass der einzige Unterschied zwischen Antimaterie und Materie ihre Ladung ist. Alle anderen Gesetze der Physik bleiben genau gleich. Sie können wie Antiwasserstoff, Antihelium und anti-alle anderen Elemente bilden. Wir können genauso Anti-Staub, Anti-Sterne, angetrieben von Antifusionen, Antiplaneten und Anti-Menschen, die erfrischende Antigläser aus Antiwasser trinken. Es könnte sein, dass dort draußen ganze Antigalaxien herumschweben, weil ihre Wechselwirkung mit normaler Materie, etwa wenn zwei Galaxien kollidieren, ziemlich viel Energie freisetzen würden. Allerdings würden wir diese sofort bemerken. Haben wir bisher allerdings noch nicht.
Aber kleinere Klumpen könnten möglich sein. Kleinere Klumpen wie Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen sind kleine, dichte Klumpen von weniger als 1 Million Sterne, die größere Galaxien umkreisen. Sie gelten als unglaublich alt, da sie in der gegenwärtigen Epoche keine neuen Sterne bilden und stattdessen mit kleinen, roten, gealterten Populationen einen Stern gefüllt sind. Sie sind relativ frei von Gas und Staub. All der Treibstoff, den sie brauchen, um neue Sterne zu machen. Sie hängen einfach herum, kreisen lahm um ihre größeren, aktiveren Galaxien. Überreste einer vergangenen und weitgehend vergessenen Ära. Die Milchstraße selbst hat etwa ein Gefolge von etwa 150 von ihnen. Und einige von ihnen können aus Antimaterie bestehen. Ein Team theoretischer Astrophysiker berechnete, was passieren würde, wenn eine der Kugelsternhaufen, die Milchstraße umkreisen, tatsächlich ein Anticluster wäre. Wie kürzlich in einem Preprint-Journal Axiv erschienenen Artikel, der natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, berichtet wurde. Und sie stellen eine einfache Frage. Was würde passieren? Nehmen wir mal an, dieser Kugelsternhaufen würde direkt durch die Scheibe der Milchstraße stürzen. Es würde allerdings auch nicht viel passieren, da der Anticluster nur aus Sternen besteht und Sonnen halt nicht viel Volumen einnehmen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten für größere Booms. Stattdessen würden die Antisterne im Anticluster ihr normales Leben fortführen und normale sternähnliche Dinge tun. Wie halt Sterne so sind, man kennt sie, man liebt sie. Dinge wie Emissionen eines konstanten Partikelstroms oder mit riesigen Fackel- oder koronalen Masseauswurfereignissen oder miteinander kollidieren oder in fantastischen Supernovae-Explosionen zu sterben. All die Prozesse, die eine Sonne so, naja, durchmacht. Und all diese Prozesse würden Tonnen von Antiteilchen freisetzen und sie aus dem Anticluster in das nahegelegene Volumen des Universums, einschließlich der Milchstraße, fließen lassen. Einschließlich unseres Sonnensystems, wo diese Antiteilchen nur als ein weiterer Teil der kosmischen Strahlenbande erscheinen würden. Könnten einige der Antiteilchen, die jeden Tag in unsere Atmosphäre gelangen, vor Millionen von Jahren von Antisternen ins Leben gerufen worden sein? Im Moment ist es schwer zu sagen. Es gibt sicherlich Antiteilchen, die als Teil der gesamten kosmischen Strahlungspopulation eingemischt sind. Aber da das Magnetfeld unserer Galaxie die Wege der geladenen Teilchen normal oder antiähnlich verändert, es ist schwierig genau zu sagen, woher ein bestimmter kosmischer Strahl tatsächlich stammt. Wenn Astronomen jedoch in der Lage sind, einen Kugelsternhaufen als besonders starke Quelle für Antiteilchen zu identifizieren, wäre dies wie das Öffnen einer Zeitkapsel, die uns einen Einblick in die Physik gibt, die das Universum beherrschte, als es erst einige Sekunden alt war. Egal wer du bist, wo du bist oder wie schnell du dich bewegst, die Gesetze der Physik erscheinen dir genauso wie jedem anderen Beobachter im Universum. Dieses Konzept, dass sich die Gesetze der Physik nicht ändern, wenn sie sich von einem Ort zum anderen oder von einem Moment zum nächsten bewegen, ist als Relativitätsprinzip bekannt. Wenn wir eine Kraft auf ein Objekt ausüben, beschleunigt es. Das heißt, es ändert seinen Impuls. Und der Betrag seiner Beschleunigung steht im direkten Zusammenhang mit der Kraft auf das Objekt geteilt durch seine Masse. In Bezug auf eine Gleichung ist dies Newtons berühmtes F gleich ma. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Als wir jedoch Teilchen entdeckten, die sich mit Lichtgeschwindigkeit näherten, entstand plötzlich ein Problem. Wenn wir eine zu große Kraft auf eine kleine Masse ausüben und die Kräfte eine Beschleunigung verursachen, sollte es möglich sein, ein massives Objekt zu beschleunigen, um die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen oder sogar sie zu überschreiten. Und wie schwer wäre es dann? Wie schwer wärst du dann? Doch bevor ich die Frage beantworten kann, bitte anschnallen, das wird extrem. Aufpassen, zuhören und los geht's. Wir nennen es relativistische Masse. Durch die Vorstellung, dass die Masse eines Objekts zunimmt, wenn sie sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, so dass dieselbe Kraft eine geringere Beschleunigung verursachte und sie daran hinderte, jemals die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Aber ist diese Interpretation der relativistischen Masse richtig? Nun, sie ist nur irgendwie richtig. Das Erste, was wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass das Relativitätsprinzip, egal wie schnell wir uns bewegen oder wo wir uns befinden, es gilt immer. Die Gesetze der Physik sind wirklich für alle gleich. Das, was Einstein wusste, war folgendes. Die Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum muss für alle genau gleich sein. Dies ist eine enorme Erkenntnis, die unserer Intuition über die Welt zuwiderläuft. Stellen wir uns vor, wir haben ein Auto, das mit 100 Stundenkilometern fahren kann. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben an diesem Auto eine Kanone.
die eine Kanonenkugel aus der genau selben Geschwindigkeit beschleunigen kann. 100 Kilometer die Stunde. Unser Auto bewegt sich und wir feuern diese Kanonenkugel ab. Aber wir können steuern, in welche Richtung die Kanone gerichtet ist. Wenn wir die Kanone in die gleiche Richtung richten, in die sich das Auto bewegt, bewegt sich die Kanonenkugel mit 200 Kilometern die Stunde. Die Geschwindigkeit des Autos plus die Geschwindigkeit der Kanonenkugel. Wenn wir die Kanone nach oben richten, während sich das Auto vorwärts bewegt, bewegt sich die Kanonenkugel mit 141 km/h die Stunde. Eine Kombination aus vorwärts und aufwärts in einem Winkel von 45 Grad. Und wenn wir die Kanone rückwärts richten und die Kanonenkugel rückwärts abfeuern, während sich das Auto vorwärts bewegt, kommt die Kanonenkugel mit 0 km/h die Stunde raus. Die beiden Geschwindigkeiten heben sich genau gegenseitig auf. Dies ist das, was wir üblicherweise erleben und was wir auch eigentlich erwarten. Und dies gilt zumindest auch experimentell für die nicht-relativistische Welt. Aber wenn wir diese Kanone stattdessen durch eine Taschenlampe ersetzen würden, wäre die Geschichte ganz anders. Wir können ein Auto, ein Zug, ein Flugzeug oder eine Rakete mit beliebiger Geschwindigkeit nehmen und eine Taschenlampe in jede beliebige Richtung ausstrahlen. Diese Taschenlampe emittiert Photonen mit Lichtgeschwindigkeit. Und diese Photonen bewegen sich immer mit genau derselben Geschwindigkeit. Ziemlich langweilig. Wir können die Photonen in die gleiche Richtung abfeuern, in die sich das Fahrzeug bewegt, und sie bewegen sich immer noch mit 299.792,458 Metern die Sekunde. Wir können die Photonen in einem Winkel zu der Richtung abfeuern, in die wir uns bewegen. Dies kann zwar Bewegungsrichtung der Photonen ändern, sie bewegen sich jedoch immer noch mit derselben Geschwindigkeit. 299, naja, und so weiter. Die Geschwindigkeiten, mit der sich die Photonen fortbewegen, sie sind dieselben wie immer, die Lichtgeschwindigkeit. Nicht nur aus unserer Perspektive, nicht nur aus deiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive eines jeden, der zuschaut. Der einzige Unterschied, den jeder sehen wird, hängt davon ab, wie schnell sich sowohl der Emitter, also wir, und auch die anderen, die Beobachter, bewegen. In der Wellenlänge des Lichts, roter, also längerwellig, wenn wir uns gegenseitig von jedem entfernen, und blauer, also kürzere Wellenlängen, wenn wir uns gegenseitig aufeinander zubewegen. Und dies war der Schlüssel. Einstein versuchte sich vorzustellen, wie Licht, von dem er wusste, dass es eine elektromagnetische Welle ist, für jemanden aussehen würde, der dieser Welle mit Geschwindigkeiten folgte, die nahe der Lichtgeschwindigkeit lagen. Obwohl wir nicht so oft drüber nachdenken, bedeutet die Tatsache, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist, Folgendes. Dass diese Lichtwelle Energie trägt. Dass es elektrische und magnetische Felder erzeugt, wenn es sich durch den Raum ausbreitet. Diese Felder schwingen in Phase und in einem Winkel von 90 Grad zueinander. Und wenn sie an anderen geladenen Teilchen wie Elektronen vorbeikommen, können sie dazu führen, dass sie sich periodisch bewegen, weil geladene Teilchenkräfte und damit Beschleunigung erfahren, wenn sie elektrischen oder magnetischen Feldern ausgesetzt sind. Dies wurde in den 1860er und 1870er Jahren nach der Arbeit von James Clerk Maxwell zementiert, dessen Gleichungen immer noch ausreichen, um den gesamten klassischen Elektromagnetismus zu beschreiben. Einstein versuchte zu überlegen, wie es wäre, dieser Welle von hinten zu folgen. Es ist natürlich nicht möglich. Egal wer du bist, wo du bist, wann du bist oder wie schnell du dich bewegst, du siehst immer, wie sich Licht mit der genau gleichen Geschwindigkeit bewegt. Aber nicht alles am Licht ist für alle Beobachter gleich. Die Tatsache, dass sich die beobachteten Wellenlängen des Lichts in Abhängigkeit davon ändern, wie sich die Quelle und der Beobachter relativ zueinander bewegen, bedeutet, dass sich auch einige andere Dinge über Licht ändern müssen. Die Lichtfrequenz muss sich ändern, da die Frequenz multipliziert mit der Wellenlänge immer der Lichtgeschwindigkeit entspricht, die eine Konstante ist. Die Energie jedes Lichtquantums muss sich ändern, da die Energie jedes Photons gleich der Planck'schen Konstante, die eine Konstante ist, multipliziert mit der Frequenz ist. Und der Impuls jedes Lichtquantums muss sich ebenfalls ändern, da der Impuls für Licht gleich der Energie geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit ist. Dieser letzte Teil ist für unser Verständnis von entscheidender Bedeutung, da die Dynamik die Schlüsselverbindung zwischen unserer alten, klassischen und newtonischen Denkweise und unserer neuen, relativistischen und invarianten Denkweise ist, die mit Einstein einherging. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Energie des Lichts enorm ist, von Gammastrahlenphotonen und den höchsten Energien bis hinunter zur Röntgenstrahlung, ultraviolettem Licht, sichtbarem Licht, von Violett über Blau zu Grün zu Gelb zu Orange und Rot, Infrarotlicht, Mikrowellenlicht und Funklicht bei den niedrigsten Energien. Je höher ihre Energie pro Photon ist, desto kürzer ist ihre Wellenlänge, desto höher ist ihre Frequenz und desto größer ist der Impuls, den sie tragen. Je niedriger ihre Energie pro Photon ist, desto länger ist ihre Wellenlänge, desto niedriger ist ihre Frequenz und desto kleiner ist ihr Impuls.
Licht kann auch Energie und Impuls in Materie übertragen. Massive Teilchen. Wenn das einzige Gesetz, das wir hätten, das newtonische Gesetz wäre, wie wir es eigentlich gewohnt sind, da Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, also F gleich ma ist, wäre Licht in Schwierigkeiten. Ohne Photonenmasse wäre diese Gleichung nicht sinnvoll, aber Newton selbst hat nicht F gleich ma geschrieben, wie wir oft annehmen, sondern Kraft ist die zeitliche Änderungsrate des Impulses. Oder das Anwenden einer Kraft bewirkt eine Änderung des Impulses im Laufe der Zeit. Was bedeutet das für die Dynamik? Es ist ein Maß für die Menge der Bewegung. Stellen wir uns einen Billardtisch vor und wir schießen Kugel auf den Tisch mit unserer Billardkanonenkugel. Ist doch klar. Wir können die Stärke des Schusses selbst einstellen. Eine kleine Kugel kann relativ langsam sein oder sich schnell bewegen. Aber mit geringeren Massen bleibt der Impuls auch gering. Die Kraft, die auf den Tisch ausgeübt wird, wenn sie kollidieren, ist begrenzt und der Schaden auf kleinere Teile begrenzt und ja, recht gering. Jetzt schießen wir eine kleine Billardkugel ab. Kugeln, die eine geringe Masse haben, bewegen sich mit sehr hohen, aber noch nicht mit relativistischen Geschwindigkeiten. Mit 0,01% der Masse, aber 10.000% der Geschwindigkeit einer Kugel können ihre Impulse genauso hoch sein, aber die Kraft wird auf einen viel kleineren Bereich verteilt. Der strukturelle Schaden wird erheblich sein, jedoch nur an sehr lokalisierten Stellen. Jetzt stellen wir uns aber eine verdammt große Kugel mit extrem niedriger Geschwindigkeit vor. Mit der millionenfachen Masse einer normalen Kugel. Zehntausende Tonnen. Da kann selbst eine winzige Geschwindigkeit zu einem vollständig zerstörten Tisch führen. Das Momentum für Objekte mit hoher Masse. Damit ist nicht zu spaßen. Das Problem ist, dass die Kraft, die wir auf etwas ausüben, eine Änderung des Impulses im Laufe der Zeit entspricht. Wenn wir für eine bestimmte Dauer eine Kraft auf ein Objekt ausüben, ändert sich der Impuls dieses Objekts um einen bestimmten Beitrag. Diese Änderung hängt nicht davon ab, wie schnell sich ein Objekt alleine bewegt, sondern auch von der Objektmasse, seinem Impuls. Was passiert also mit dem Impuls eines Objekts, wenn es sich der Lichtgeschwindigkeit nähert? Das ist wirklich das, was wir zu verstehen versuchen, wenn wir über Kraft, Impuls, Beschleunigung und Geschwindigkeit sprechen. Wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern, wenn sich ein Objekt mit 50% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und über eine Kanone verfügt, die ein Projektil mit 50% Lichtgeschwindigkeit abfeuern kann, was passiert, wenn beide Geschwindigkeiten in die gleiche Richtung zeigen? Wir wissen, dass wir die Lichtgeschwindigkeit mit einem massiven Objekt nicht erreichen können. Daher muss der naive Gedanke, dass 50% der Lichtgeschwindigkeit plus 50% der Lichtgeschwindigkeit 100% der Lichtgeschwindigkeit falsch sein muss. Aber die Kraft auf dieser Kanonenkugel wird ihren Schwung um genau den gleichen Beitrag ändern, wenn sie aus einem relativistischen bewegten Referenzrahmen abgefeuert wird. Wenn das Abfeuern der Kanonenkugel aus der Ruhe ihren Impuls um einen bestimmten Beitrag ändert und sie mit einer Geschwindigkeit belässt, die 50% der Lichtgeschwindigkeit entspricht, muss das Abfeuern aus einer Perspektive, in der wir uns bereits mit 50% der Lichtgeschwindigkeit bewegen, den Impuls dadurch ändern. Warum wäre seine Geschwindigkeit dann nicht 100% der Lichtgeschwindigkeit? Das Verständnis der Antwort ist der Schlüssel zum Verständnis der Relativitätstheorie. Die klassische Formel für den Impuls. Dieser Impuls entspricht der Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit. Das ist nur eine nicht-relativistische Annäherung. In Wirklichkeit müssen wir die Formel für den relativistischen Impuls verwenden, die ein wenig anders ist und einen Faktor beinhaltet, den Physiker Gamma nennen. Der Lorentz-Faktor, der zunimmt, je näher wir der Lichtgeschwindigkeit kommen. Für ein sich schnell bewegendes Teilchen ist der Impuls nicht nur Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit, sondern Masse multipliziert mit Geschwindigkeit multipliziert mit Gamma. Wenn wir dieselbe Kraft, die wir auf ein ruhendes Objekt ausgeübt haben, auch in relativistischer Bewegung auf ein sich bewegendes Objekt anwenden, ändert sich der Impuls immer noch um den gleichen Betrag. Aber der gesamte Impuls erhöht nicht die Geschwindigkeit. Ein Teil davon wird in die Erhöhung des Gamma-Werts, des Lorentz-Faktors fließen. Für das frühere Beispiel führt eine Rakete, die sich mit 50% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und eine Kanonenkugel mit 50% der Lichtgeschwindigkeit abgefeuert wird. Es führt dazu, dass sich eine Kanonenkugel dann mit 80% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und mit einem Lorentz-Faktor von 1,667. Der springende Punkt bei all dem ist zu verstehen, dass es viele wichtige Größen gibt, die unseren klassischen Gleichungen nicht mehr entsprechen. Wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern, wir
können nicht einfach Geschwindigkeiten addieren, wie es Galileo und Newton getan haben. Wir müssen sie relativistisch hinzufügen. Wir können Entfernungen nicht einfach als fest und absolut behandeln. Wir müssen verstehen, dass wir uns entlang der Bewegungsrichtung zusammenziehen. Wir können die Zeit nicht einmal so behandeln, als ob sie für uns genauso vergeht wie für jemanden anderen. Der Zeitablauf ist relativ und erweitert sich für Beobachter, die sich mit unterschiedlichen relativen Geschwindigkeiten bewegen. Es ist verlockend, aber letztendlich falsch. Die Diskrepanz zwischen der klassischen Welt und der relativistischen Welt auf die Idee der relativistischen Masse zurückzuführen. Bei massiven Partikeln, die sich nahe an der Lichtgeschwindigkeit bewegen, kann dieses Konzept korrekt angewendet werden, um zu verstehen, warum Objekte sich der Lichtgeschwindigkeit nähern, diese aber nicht erreichen können. Sie fällt jedoch auseinander, sobald wir masselose Partikel wie Photonen einbauen. Es ist weitaus besser, die Relativitätsgesetze so zu verstehen, wie sie tatsächlich sind, als zu versuchen, sie in eine intuitivere Box zu schieben, deren Anwendung grundsätzlich begrenzt und restriktiv sind. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn genau wie in der Quantenphysik bringt uns eine zu vereinfachende Analogie nur so weit, bis wir genug Zeit in der Welt der Relativitätstheorie verbracht haben, um sich ein Bild davon zu machen, wie Dinge funktionieren. Was lernen wir also daraus? Abgesehen davon, dass wir nicht in der Lage sind, als ein Objekt mit Masse die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Aber wenn du mit der Lichtgeschwindigkeit rennen würdest, dann wärst du unendlich schwer. Fast jeder von uns hat die Geschichte des Urknalls gehört. Wenn wir jedoch von Laien bis zum Kosmologen bitten, den folgenden Satz zu beenden. Am Anfang gab es... Halten wir eine Reihe vollkommen unterschiedlicher Antworten. Eine der häufigsten Antworten ist eine Singularität, die sich auf einen Moment bezieht, in dem die gesamte Materie und Energie im Universum auf einen einzigen Punkt konzentriert war. Die Temperaturen, die Dichte und die Energie des Universums waren unbestimmt und unendlich groß. Dieses Bild ist leider falsch und zudem sehr veraltet. Viele sind sich sicher, dass mit dem Urknall keine Singularität verbunden war. Wenn wir heute auf das Universum schauen, sehen wir, dass es voller Galaxien in alle Richtungen verteilt mit extremen Entfernungen ist. Im Durchschnitt stellen wir auch fest, dass eine Galaxie sich schneller von uns zu entfernen scheint, je weiter sie entfernt ist. Dies liegt jedoch nicht an den tatsächlichen Bewegungen der einzelnen Galaxien durch den Raum. Es liegt an der Tatsache, dass sich das Raumgefüge selbst ausdehnt. Dies war eine Vorhersage, die erstmals 1922 von Alexander Friedmann aus der allgemeinen Relativitätstheorie herausgezerrt und in den 20er Jahren durch die Arbeit von Edwin Hubble und anderen beobachtend bestätigt wurde. Dies bedeutet, dass sich die Materie im Laufe der Zeit ausbreitet und weniger dicht wird, da das Volumen des Universums zunimmt. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, bedeutet dies auch, dass das Universum dichter, heißer und einheitlicher war. Wenn wir immer weiter in der Zeit extrapolieren würden, würden wir so einiges ganz anders sehen. Wir würden in eine Zeit kommen, in der die Gravitation nicht genug Zeit hatte, um Materie in Klumpen zu ziehen, die groß genug sind, um Sterne und Galaxien zu bilden. Wir würden an einen Ort kommen, an dem das Universum so heiß war, dass wir keine neutralen Atome bilden konnten, wo sich Materie, Antimaterie, Paare spontan bilden würden. Und jeder dieser Schritte repräsentiert das Universum, als es jünger, kleiner, dichter und heißer war. Wenn wir weiter extrapolieren, werden diese Dichten und Temperaturen schließlich auf unendliche Werte ansteigen. Da die gesamte Materie und Energie im Universum in einem einzigen Punkt enthalten war, einer Singularität. Oder etwa nicht. Und hey, falls dir das Video gefällt, ein Abo wäre fantastisch. Der heiße Urknall, wie es zuerst angenommen wurde, war nicht nur ein heißer, dichter, expandierender Zustand, sondern stellte er einen Moment dar, in dem die Gesetze der Physik zusammenbrechen. Es war die Geburt von Raum und Zeit. Ein Weg, das gesamte Universum spontan ins Leben zu rufen. Es war der ultimative Schöpfungsakt, die Singularität, die mit dem Urknall verbunden ist. Wenn dies jedoch richtig wäre und das Universum in der Vergangenheit willkürlich
hohe Temperaturen erreicht hätte, gäbe es eine Reihe klarer Signaturen dafür, die wir heute beobachten können. Es würde Temperaturschwankungen im übrig gebliebenen Glühen des Urknalls geben, die enorm große Amplituden haben würden. Die Schwankungen, die wir sehen, würden durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt sein. Sie würden nur auf Skalen des kosmischen Horizonts und kleiner erscheinen. Es würden übrig gebliebene, hochenergetische, kosmische Relikte aus früheren Zeiten geben, wie magnetische Monopole. Und doch sind die Temperaturenschwankungen nur ein Teil von 30.000, 1000 Male kleiner, als ein einzelner Urknall vorhersagt. Superhorizontschwankungen oder Urschwankungen sind real, also Dichteschwankungen im frühen Universum, die als Keime aller Strukturen im Universum gelten und werden sowohl von VMAP als auch von Planck zuverlässig bestätigt. Um das nochmal kurz aufzugreifen, für diejenigen, die ein wenig tiefer in der Materie sind. Gemäß dem Inflationsparadigma führte das exponentielle Wachstum des Skalierungsfaktors während der Inflation dazu, dass Quantenfluktuationen des Inflationsfeldes auf mikroskopischen Skalen ausgedehnt wurden und beim Verlassen des Horizonts einfrierten. In den späteren Stadien der Strahlungs- und Materiedominierung traten diese Schwankungen wieder in den Horizont ein und legten so die Ausgangsbedingungen für die Strukturbildung fest. Die statistischen Eigenschaften der Urschwankung können aus Beobachtung von Anisotropien im kosmischen Mikrowellenhintergrund und aus Messungen der Verteilung von Materie, zum Beispiel Rotverschiebungsmessung von Galaxien, abgeleitet werden. Und die Einschränkung für magnetische Pole und andere Relikte mit ultrahoher Energie sind unglaublich eng. Diese fehlenden Signaturen haben eine enorme Bedeutung. Das Universum hat diese willkürlich hohen Temperaturen nie erreicht. Stattdessen muss es einen Cut-off gegeben haben. Wir können nicht willkürlich weit zurück zu einem heißen und dichten Zustand extrapolieren, der alle Energien erreicht, von denen wir nur so träumen können. Es gibt eine Grenze, wie weit wir gehen können, um unser Universum noch irgendwie realistisch beschreiben zu können. In den frühen 80er Jahren wurde die Theorie aufgestellt, dass unser Universum, bevor es heiß, dicht und expandierend und kühlend und voller Materie und Strahlung war, sich aufblähte. Eine Phase der kosmischen Inflation. Und dies würde bedeuten, dass das Universum gefüllt mit Energie ist, die dem Raum selbst innewohnt, was eine schnelle, exponentielle Expansion verursacht. Das streckt das Universum flach und legt überall die gleichen Eigenschaften fest, mit Quantenfluktuationen kleiner Amplituden, die auf allen Skalen ausgedehnt werden, auch auf Superhorizontskalen. Und dann geht die Inflation zu Ende. Wenn es dies tut, wandelt es diese Energie, die zuvor dem Raum selbst innegewohnt hat, in Materie und Strahlung um, was zum heißen Urknall führt. Aber es führt nicht zu einem willkürlich heißen Urknall, sondern zu einem, der eine maximale Temperatur erreicht, die höchstens 100 Mal kleiner ist als die Skala, in der eine Singularität entstehen könnte. Mit anderen Worten, es führt zu einem heißen Urknall, der aus einem Inflationszustand entsteht, nicht aus einer Singularität. Die Informationen, die in unserem beobachtbaren Universum existieren und auf die wir zugreifen und messen können, entsprechen nur den letzten 10 hoch minus 33 Sekunden der Inflation und allem, was danach kam. Wenn wir die Frage stellen möchten, wie lange die Inflation gedauert hat, haben wir einfach keine Ahnung. Es dauerte mindestens ein bisschen länger als 10 hoch minus 33 Sekunden. Aber ob es ein bisschen länger, viel länger oder unendlich lange war, das wissen wir nicht genau. Ja, okay, es war demnach eine Phase der Inflation, die den Urknall ausgelöst hat und keine Singularität. Und ihr fragt euch sicherlich gerade die eine Frage. Was ist also passiert, dass die Inflation in Gang gesetzt wurde? Es gibt eine enorme Menge an Forschung und Spekulationen darüber, aber niemand weiß es genau. Es gibt keine Beweise, auf die wir bauen können, keine Beobachtungen und keine Experimente, die wir durchführen können. Einige sagen fälschlicherweise etwas Ähnliches wie, nun, wir hatten eine Urknallsingularität, die das heiße, dichte, expandierende Universum hervorbrachte, bevor wir über Inflation Bescheid wussten, und die Inflation ist nur ein Zwischenschritt. Deshalb geht die Reihenfolge angeblich Singularität, Inflation und dann der heiße Urknall.
Es gibt sogar einige berühmte Grafiken von Top-Kosmologen, die dieses Bild veranschaulichen. Das heißt aber nicht, dass dies richtig ist. Und in der Tat gibt es so einige gute Gründe dafür. Eine Sache, die wir mathematisch demonstrieren können, ist, dass es unmöglich ist, dass ein aufblasbarer Zustand aus einer Singularität entsteht. Der Weltraum wächst während der Inflation exponentiell. Denk mal drüber nach, wie ein Exponential funktioniert. Nach einer gewissen Zeit verdoppelt sich die Größe des Universums. Warten wir doppelt so lange und es verdoppelt sich zweimal, wodurch es viermal so groß wird. Warten wir dreimal so lange, es verdoppelt sich dreimal und es ist achtmal so groß. Und wenn wir 10 oder 100 mal so lange warten, machen diese Verdopplung das Universum 210 oder 2100 mal so groß. Das heißt, wenn wir in der Zeit um denselben Betrag oder zweimal oder dreimal oder 10-mal oder 100-mal rückwärts gehen, wäre das Universum kleiner, ja, würde aber niemals eine Größe von 0 erreichen. Ja, ein Achtel. Oder 2 hoch minus 10 oder 2 hoch minus 100 mal seine ursprüngliche Größe. Aber egal wie weit wir zurückgehen, wir erreichen niemals eine Singularität. Es gibt einen unter Kosmologen bekannten Satz, der zeigt, dass ein Inflationszustand zeitlich unvollständig ist. Dies bedeutet explizit, dass wenn wir ein Teilchen haben, die in einem aufblasbaren Universum existieren, diese sich schließlich treffen, wenn wir in der Zeit extrapolieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es eine Singularität gegeben haben muss, sondern dass die Inflation nicht alles beschreibt, was in der Geschichte des Universums passiert ist, wie seine Geburt. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Inflation nicht aus einem singulären Zustand entstehen kann, weil eine Inflationsregion immer von einer endlichen Größe ausgehen muss. Jedes Mal, wenn wir ein Diagramm, einen Artikel oder eine Dokumentation sehen, die über die Urknall-Singularität oder irgendeine Art von Symbiose zwischen Urknall und Singularität vor der Inflation spricht, werden wir ab jetzt wissen, dass es sich um eine veraltete Denkweise handelt. Die Idee einer Singularität flog aus dem Fenster, sobald wir feststellten, dass wir einen anderen Zustand hatten, den der kosmischen Inflation, der dem frühen heißen und dichten Zustand des Urknalls vorausging und ihn einrichtete. Es mag am Anfang von Raum und Zeit eine Singularität gegeben haben, mit der Inflation danach, aber es gibt keine Garantie. In der Wissenschaft gibt es Dinge, die wir testen, messen, vorhersagen und bestätigen oder widerlegen können, wie einen Inflationszustand, der einen heißen Urknall auslöst. Alles andere ist nichts weiter als Spekulationen. Wie groß war das Universum im Moment seiner Entstehung? Das Universum könnte unendlich sein. Eine Größe, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und ob wir die Frage auf die Antwort jemals finden werden, bleibt abzuwarten. Doch dank des Urknalls, der Tatsache, dass das Universum tatsächlich einen Geburtstag hatte, oder dass wir nur eine begrenzte Zeit zurückgehen können, bis wir zu den Anfängen eines unglaublich dichten und kleinen Universums gelangen, und der Tatsache, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Grenze aufweist, können wir möglicherweise die Frage beantworten, wie klein das Universum zu seiner Entstehung war. Bis heute reicht das 13,8 Milliarden Jahre alte, beobachtbare Universum von uns aus 46,1 Milliarden Lichtjahre in alle Richtungen. Also wie groß war es damals, vor 13,8 Milliarden Jahren? Alles, was wir tun müssen, ist einfach zu schauen. Wenn wir auf weit entfernte Galaxien schauen, gibt es, so weit unsere Teleskope sehen können, einige Dinge, die tatsächlich leicht zu messen sind. Darunter die tatsächliche Rotverschiebung der Galaxie. Oder wie stark hat sich das Licht von einem trägen Ruhezustand verschoben? Wie hell es zu sein scheint oder wie viel Licht wir in unserer größten Entfernung vom Objekt messen können. Diese sind sehr wichtig, denn wir wissen, wie schnell das Licht ist, eines der wenigen Dinge, die wir genau wissen, und wie hell oder groß das Objekt ist, auf welches wir blicken, von dem wir zumindest glauben, dass wir es wissen. Dann können wir diese Informationen zusammenverwenden, um zu erfahren, wie weit ein Objekt tatsächlich entfernt ist. In Wirklichkeit allerdings können wir nur abschätzen, wie hell oder groß ein Objekt wirklich ist. Wenn wir eine Supernova in einer Ferngalaxie sehen, gehen wir davon aus, dass wir wissen, wie hell diese Supernova auf den nahegelegenen Supernovae basierend ist, die wir bisher beobachtet haben. Aber wir gehen auch davon aus, dass die Umgebungen, in denen diese Supernova ausgelöst wurde, ähnlich weit entfernt waren. Zwischen der Supernova selbst und uns, den Beobachtern, gab es keine Objekte und die Supernova
war auch wirklich das Signal, was wir empfangen haben. Dies ist das, was wir annehmen. Und diese Effekte können in drei Klassen aufgeteilt werden. Effekte wie Evolution, also wenn ältere, weiter entfernte Objekte sich von Natur aus unterscheiden. Umwelteinflüsse, wenn sich die Standorte dieser Objekte erheblich von denen unterscheiden, von denen wir glauben zu wissen, wo sie sich befinden. Und Auslöschungseffekte, wenn so etwas wie Staub das Licht blockiert. Zusätzlich zu den Effekten, von denen wir vielleicht nicht einmal wissen, dass sie einen Einfluss haben könnten. Wenn wir jedoch mit der intrinsischen Helligkeit oder Größe eines Objekts, die wir sehen, recht haben, können wir anhand einer einfachen Helligkeits- und Entfernungsbeziehung bestimmen, wie weit diese Objekte entfernt sind. Darüber hinaus können wir durch Messung ihrer Rotverschiebung lernen, wie stark sich das Universum im Laufe der Zeit, in der das Licht zu uns gereist ist, ausgedehnt hat. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, dass sich der Raum ausdehnt und somit auch die Galaxien sich von uns entfernen. Auch wenn das Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist, gilt das nicht für die Distanz einer Galaxie, die zum Beispiel vor 13 Milliarden Jahren existiert hat. Auch wenn wir das Licht empfangen, welches genau das Alter des Universums gebraucht hat, um uns zu erreichen, hat sich die Galaxie in der Zeit bereits bewegt, und zwar weg von uns. Und somit kommen wir auf eine Distanz für einige Galaxien von über 40 Milliarden Lichtjahren. Und weil es eine sehr genau spezifische Beziehung zwischen Materie und Energie und Raum und Zeit gibt, genau das, was uns Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hergibt, können wir diese Information verwenden, um all die verschiedenen Kombinationen aller verschiedenen Formen herauszufinden, von Materie und Energie, die heute im Universum vorhanden sind. Und das ist nicht alles. Wir wissen, woraus unser Universum besteht. 0,01% Strahlung, also Photonen, 0,1% Neutrinos, massiv, aber 1 Million Mal leichter als Elektronen, 4,9% normale Materie, einschließlich Planeten, Sterne, Galaxien, Gas, Staub, Plasma und schwarze Löcher, 27% dunkle Materie. Eine Art von Materie, die gravitativ interagiert, sich jedoch von allen Partikeln des Standardmodells unterscheidet. Und 68% dunkle Energie, die die Expansion des Universums beschleunigt. Wir können diese Information verwenden, um zeitlich rückwärts zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit des Universums zu extrapolieren und herausfinden, welche unterschiedlichen Energiedichtmischungen damals vorhanden waren und wie groß sie zu irgendeinem Zeitpunkt waren. Die relative Bedeutung verschiedener Energiekomponenten im Universum zu verschiedenen Zeiten in der Vergangenheit ist immens wichtig für unser Verständnis. Und wie wir hier sehen können, mag dunkle Magie heute... Ich habe tatsächlich dunkle Magie gesagt. Verzeihung, das muss ich nochmal machen. Und wie wir sehen können, mag dunkle Energie heute wichtig sein. Aber dies ist erst eine sehr junge Entwicklung. Während des größten Teils der ersten 9 Milliarden Jahre der Geschichte des Universums war Materie in der kombinierten Form von normaler und dunkler Materie die dominierende Komponente des Universums. In den ersten paar tausend Jahren war Strahlung in Form von Photonen und Neutrinos jedoch noch wichtiger als Materie. Dies ist unglaublich wichtig, weil all die verschiedenen Komponenten, Strahlung, Materie und dunkle Energie, die Expansion des Universums unterschiedlich beeinflussen. Obwohl wir wissen, dass das Universum heute in jeder Richtung 46,1 Milliarden Lichtjahre hat, müssen wir die genaue Kombination dessen kennen, was wir in jeder Epoche in der Vergangenheit hatten, um zu berechnen, wie groß es zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Und jetzt brauchen wir einen sehr guten Überblick, ein Verständnis für die Größen des Universums bei seiner Entstehung. Also gut zuhören, denn wir müssen die Frage beantworten, die wir zu Anfangs gestellt haben. Der Durchmesser der Milchstraße beträgt 100.000 Lichtjahre. Das beobachtbare Universum hatte dies als Radius, als es ungefähr 3 Jahre alt war. Und als das Universum nur 1 Jahr alt war, war es viel heißer und dichter als jetzt. Die durchschnittliche Temperatur des Universums betrug mehr als 2 Millionen Kelvin. Als das Universum nur 1 Sekunde alt war, war es zu heiß, um stabile Kerne zu bilden. Protonen und Neutronen befanden sich in einem Meer aus heißem Plasma. Außerdem hätte das gesamte beobachtbare Universum einen Radius, der, wenn wir ihn heute um die Sonne zeichnen würden, nur die 7 nächstgelegenen Sternsysteme einschließen würde.
Das Universum hatte auch einst nur den Radius von der Erde zur Sonne, als das Universum etwa eine Billionstel Sekunde alt war. Die Expansionsrate des Universums war damals unglaublich höher als die der jetzigen Expansion. Aber wir müssen weiter zurück, bis die Inflation zum ersten Mal zu Ende ging und erlaubte, dem uns bekannten Urknall zu entstehen. Wir extrapolieren unser Universum gerne auf eine Singularität zurück, aber die Inflation nimmt die Notwendigkeit dafür vollständig weg. Dazu später mehr. Stattdessen ersetzt es das Ganze durch eine Periode exponentieller Ausdehnung unbestimmter Länge in die Vergangenheit und endet, indem es einen heißen und dichten, sich ausdehnenden Zustand hervorruft, den wir als den Beginn des Universums identifizieren, den wir eigentlich kennen. Wir sind mit dem letzten winzigen Bruchteil einer Sekunde Inflation verbunden, der zwischen 10 minus hoch 30 und 10 minus hoch 35 Sekunden liegt. Wann auch immer diese Zeit ist, wo die Inflation endet und der Urknall beginnt, denn auch diese Größe ist immer noch das beobachtbare Universum. Die wahre Größe des Universums ist sicherlich viel größer als das, was wir sehen können, aber wir wissen nicht um wie viel. Unsere besten Grenzen aus dem Sloan Digital Sky Survey und dem Planck-Satelliten sagen uns, dass der Teil, wenn sich das Universum wieder in sich selbst schließt, eine Kurve, der Teil, den wir sehen können, kaum zu unterscheiden wäre von einem Universum mit einer Kurve oder halt ohne. Selbstverständlich könnte das Universum auch unendlich sein, da alles, was das Universum in den früheren Stadien der Inflation getan hat, für uns nicht erkennbar ist. Aber wenn wir über das beobachtbare Universum sprechen und wissen, dass wir nur zwischen den letzten 10 hoch minus 30 und 10 hoch minus 35 Sekunden Inflation vor dem Urknall zugreifen können, dann wissen wir, dass das beobachtbare Universum zwischen 17 cm liegt, für die 10 minus 35 Sekunden Version, und 168 Metern für die 10 hoch minus 30 Sekunden Version. Und das alles zu dem Beginn des heißen, dichten Zustands, den wir Urknall nennen. Die kleinste denkbare Antwort, 17 cm, ist ungefähr so groß wie dein Kopf oder ein Fußball. Das Universum hätte nicht viel kleiner sein können, da die Einschränkungen, die wir vom kosmischen Mikrowellenhintergrund haben, dies ausschließen. Und es ist sehr denkbar, dass das gesamte Universum wesentlich größer ist, aber wir werden nie wissen, um wie viel, da wir nur eine Untergrenze für die wahre Größe des tatsächlichen Universums beobachten können. Die Antwort auf die Frage, welche Größe das tatsächliche Universum hat, oder was die wahre Größe des Universums ist, wäre 17 cm. Wir können nämlich nur in einer Richtung die Größe wirklich bestimmen. Und jetzt ist die Zeit für ein wenig Mindblow-Magie. Also gut aufpassen, denn wenn wir weit genug rückwärts gehen, werden wir irgendwann zu einer Zeit kommen, in der sich keine neutralen Atome bilden konnten, weil die Strahlung zu energisch war. Es war die Entdeckung dieses übrig gebliebenen Lichts in den Urknall der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung durch Penzias und Wilson in den 60er Jahren nebenbei gemerkt, die den Urknall als die führende Theorie der Geburt des Universums festigte. So können wir weiter zurückgehen, bis es zu heiß war, um Atomkerne zu bilden. Die Beobachtungen, die wir über die ersten unberührten Elemente im Universum machen, stimmen genau mit denen überein, die dieses Szenario ebenfalls vorhersagt. Wir können auf noch höhere Temperaturen zurückrechnen, wo Materie und Antimaterie aufgrund der unglaublichen Energien und Einsteins E gleich mc im Quadrat spontan entstehen. Noch früher, als die elektromagnetische und schwache Kernkraft vereint waren, wurde die Higgs-Symmetrie wiederhergestellt und vermutlich können wir bis zu einem einzigen Punkt extrapolieren, der die gesamte Strahlung, Materie, Antimaterie, Energie und sogar Raumzeit im gesamten Universum enthält. Mit anderen Worten, wir können auf eine Singularität oder einen Punkt zurückrechnen, von dem alles dies stammt. Diese Idee, dass wir in der Lage sein müssen, das Universum auf eine anfängliche Singularität zu extrapolieren, ist ein Fehler. Und zwar einer der größten, den wir jemals in Bezug auf den Urknall gemacht haben. Ja, das Universum begann mit einem sehr heißen, dichten, sich sehr schnell ausdehnenden Zustand, in dem die Gesamtheit unseres heutigen beobachtbaren Universums auf ein Volumen komprimiert wurde, das kleiner ist als unser Sonnensystem. Aber in den sehr frühen Stadien, bevor wir überhaupt jemals zu einer Singularität gelangen und rückwärts gehen, ist etwas anderes passiert. Das Universum ging von einem früheren Zustand über, was bedeutet, dass es nicht mit Materie, Antimaterie, Strahlung, Neutrinos und Energieformen gefüllt war, die wir gewohnt sind. Vielmehr
war es mit einer Energie gefüllt, die den Raum selbst innewohnt und eine Periode kosmischer Inflation durchlief. Während der Inflation dehnt sich das Universum aus, ändert aber weder Energie noch Temperatur. Noch wichtiger ist, dass es nicht unbedingt in einer anfänglichen Singularität gipfelt. Obwohl dies der Fall sein mag, klar, gibt es auch viele gute Gründe zu der Annahme, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist. Ja, das Universum kam tatsächlich aus einem heißen, dichten, expandierenden und kühlenden Zustand. Aber vorher gab es einen ganz anderen Zustand. Einen aufblasenden, der von der Energie dominiert wird, die dem Raum selbst innewohnt. Allerdings mehr dazu in einer weiteren Episode. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und schaut bitte bei mir in der Videobeschreibung vorbei. Dort sind Links zu meinem persönlichen Charakter. Mein Gott, dort sind Links zu mir, zu meinem Twitter-Account und zu meinem Instagram-Account verlinkt. Falls ihr mal bei mir vorbeischauen wollt und gucken wollt, wie und was für Memes ich so teile. Jedenfalls, Dankeschön fürs Zusehen. An alle, die neu hier sind, herzlich willkommen und abonniert, falls ihr keines der Videos mehr verpassen möchtet, sollt, müsst. Wir sehen uns alle in der nächsten Episode der Entropy.